Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog. Ich nehme euch heute mit in meinen Tag rein und mit in eine kleine Challenge, die ich mir gesetzt habe. Es wird Herbst, es ist ultra kalt draußen und ich bin voll das Sommerkind, weil diesen Herbst habe ich mir vorgenommen, dass ich den Herbst lieben lernen werde. Ich habe mir jetzt eine Tasse Tee hergerichtet und im Hintergrund läuft Lobpreis. Ich verbringe jetzt ein bisschen Zeit mit Gott, mir selbst, plane den Tag dann. Es gibt viel zu tun. Ich war die letzten paar Wochen und Monate so viel unterwegs, bin kaum dazu gekommen, mal mein Zimmer richtig gut aufzuräumen. Einfach überall Sachen, mein Kleiderschrank unaufgeräumt, in dem Regal einfach irgendwelche Sachen. Mein Bett ist auch noch nicht gemacht. Genau, dementsprechend ist heute der Plan, weil ich daheim bin, mein Leben zu organisieren und zu ordnen. Ich habe jetzt alle wichtigen Aufgaben erledigt und wie am Anfang des Videos schon erklärt, ist meine Challenge diesen Herbst, den Herbst lieben zu lernen. Ich verbinde mit dem Herbst einfach, dass der Sommer vorbeigeht, dass weniger Sonne da ist, dass es dunkler ist, dass es kalt ist, dass es regnerisch ist. Und in den letzten 6 Jahren, seit ich mit meiner Essstörung und den Depressionen kämpfe, was immer im Herbst und Winter, dass ich Rückschläge hatte und Rückfälle und deswegen irgendwo tief in mir da so eine Angst oder so eine Sorge steckt, was ist, wenn es wieder passiert. Ich habe mir vorgenommen, erstmal mir eine schöne Liste zu schreiben mit Dingen, die ich diesen Herbst erleben will. Ich habe jetzt 3 Monate Zeit, um so coole Sachen abzuklappern. Ich habe schon ein paar Ideen im Kopf und die werde ich jetzt runterschreiben und so eine Art To-Do-Liste machen, die mir aufhängen und das alles abklappern. Ich bin so überrascht davon, wie viele Ideen ich gefunden habe. Mir sind so viele Sachen eingefallen, die ich glaube ich, also die man zum Teil auch so als Kind gemacht hat, so aus die Laternen basteln, Kürbisse schnitzen, Herbstfrüchte sammeln gehen, aber die man als Erwachsener nicht mehr machen würde irgendwie, aber wo doch so viel Freude dahinter steckt. Ich habe jetzt die schöne Liste hier hingehängt und dann sehe ich sie einfach immer und kann sie abnehmen und ankreuzen. Und so ist der Plan. Ich freue mich jetzt echt irgendwie mehr auf den Herbst. Josia ist da. Hi. Und wir machen jetzt einen Date-Abend. Herbstlich, wir probieren koreanisches Essen. Koreanisches Barbecue. Kimchi gibt's auch dazu. Dann hat die Esther so ein Apfelgetränk von Korea. Ich habe ein koreanisches Bier. Oh shit, danke. Dann haben wir irgendwelche so gefüllten Teigtaschen, Chili-Dinger. Ich habe noch nie Koreanisch gegessen und auch noch nie Kimchi, aber jetzt esse ich es mal. Und jetzt hier haben wir einmal Korean Barbecue, also Beef. Wir haben einmal Korean Chicken. Happy Esther? Ja, ich bin sehr gespannt, das zu probieren. Und den Tag so gemütlich abzuschließen. So, erst mal Kimchi für die Esther. Mmh, richtig erfrischend. So was habe ich noch nie davor. Es gab irgendwie mit so Tofu und Glasnudeln und Gemüse gefüllt. Ist aber sehr, sehr, sehr lecker. Richtig lecker. Die Netflix-Show war gut. Josia geht jetzt heim, ich gehe schlafen und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr gespannt seid auf mehr Herbst-Updates von meiner Seite, dann abonniert uns gerne und liked das Video und wir sehen uns wieder.